Ausdruck "halt den Mund" ist so etwas wie eine Beleidigung. Ein unschönes Ausbremsen einer Person, die nicht aufhören kann zu reden. Doch es gibt im Deutschen die Redewendung: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Unmissverständlich will diese goldene Regel uns daran erinnern, dass wir nicht alles richtig machen, wenn wir einfach nur drauf losreden. Und deshalb rät schon der weiseste Mann dieser Welt, König Salomo, seinem Sohn, dass er den Mund halten soll. Wir lesen nämlich in Sprüche 20, Vers 19: Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Die Warnung geht an den Sohn, sich vor Menschen zu schützen und zu hüten, die den Mund nicht halten können. Doch mit diesem Rat will Salomo seinem Sohn auch ermutigen, selbst ein solcher Mann zu sein, der Geheimnisse nicht einfach so preisgibt und den Mund halten kann. Deshalb lautet der 96. Tipp fürs Leben: Meide Menschen, die den Mund nicht halten können. Wer ein Geheimnis nicht hüten kann, benimmt sich wie ein Kind. Kindern fällt es einfach schwer, ein Geheimnis zu wahren. Sie sind zu unbelastet und unbesonnen. Sie kennen die Tragweite nicht, wenn sie etwas sagen, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich erinnere mich, wie wir als junges Ehepaar in einer Mietswohnung wohnten und eine Gardine fürs Wohnzimmer gekauft hatten, weil es uns störte, dass die Nachbarn uns immer wieder in die Wohnung schauen konnten, wenn sie sich im Garten aufhielten. Unsere Nachbarin sah unseren kleinen Sohn und sagte: Oh, ihr habt eine neue Gardine im Wohnzimmer. Darauf sagte mein Junge: Ja, die haben wir gekauft, damit ihr nicht bei uns reinschauen könnt. Meine Frau ist fast 1000 Tode gestorben. Es war ihr so peinlich. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat sie die Situation damals noch gerettet. Dabei ist das eine Lappalie im Vergleich zu Dingen, die uns Menschen anvertrauen, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören und es andere einfach weitergeben. Der König Salomo war Staatsoberhaupt, der oberste Heeresführer. Er war zuständig für die Sicherheit und das Wohl des Landes. Generäle, Berater, Minister haben sich die Türklinke bei ihm gereicht. Salomo hat Anweisungen gegeben, Strategien besprochen und Pläne geschmiedet. Und immer wieder musste er sich fragen: Kann ich dieser Person vertrauen? Oder nutzt er das Wissen aus, um es gegen mich oder sogar gegen den Staat und gegen das Land zu verwenden? Wir haben in der Bibel einige bekannte Geschichten, wie Menschen das Vertrauen anderer missbraucht haben und zu Verleumdern wurden, weil sie den Mund nicht halten konnten und das Geheimnis verraten haben. Simson ist ein Paradebeispiel. Gott hat ihn vor seiner Geburt erwählt. Seine Kraft und seine unmenschliche Größe war göttlich. Aber er sollte als Gottgeweihter seine Haare nicht schneiden. Als er eines Tages seiner Frau das Geheimnis lüftet, kann sie den Mund nicht halten und gibt es weiter. Die Tragödie kennen Bibelleser. Simson wird im Schlaf überwältigt und ihm werden die Haare abgeschnitten. Die Kraft Gottes weicht von ihm und er ist ein Gefangener der Feinde. Hätte Simson einfach den Mund gehalten, hätte Delilah, seine Frau, das Geheimnis gehütet, wäre Simson nicht so tragisch ums Leben gekommen. Die größte Tragödie eines Mannes in der Bibel, der den Mund nicht halten konnte, ist Judas, ein Jünger und Nachfolger von Jesus. Wie dreckig war die Masche denn? Er lässt sich für das Ausplaudern seines Geheimnisses bezahlen. Die Meute sucht Jesus und will ihn töten. Judas ist bereit, Jesus zu verraten und kassiert dafür eine ordentliche Provision. Doch der Schuss geht nach hinten los. Jesus stellt sich dem Schergen und stirbt am Kreuz für die Sünden der Welt. Judas verzweifelt an sich selbst und sucht im Suizid den Exodus. Man fragt sich beim Lesen der Evangelien: Wusste Jesus nicht, dass Judas den Mund nicht halten kann und ein Verleumder ist? Jesus wusste es sehr wohl, aber das war Gottes Plan für sein Leben und Sterben. Dennoch lehrt uns das Leben: Meide Menschen und sei keiner, der den Mund nicht halten kann. Hier meine Tipps für den richtigen Umgang. Erstens: Wenn jemand dir ständig Sachen erzählt, die er eigentlich nicht weitersagen sollte, so nach dem Motto: Ich darf es dir nicht sagen, aber wenn du dicht hältst, dann sage ich dir, was ich gehört habe. Bei diesen Menschen solltest du vorsichtig sein, was du ihnen erzählst und anvertraust. Zweitens: Vertrau dich nur Menschen an, denen du vertrauen kannst. Frag dich, wie gut kenne ich diese Person schon und wie sehr schätzt die Person mich? Denn wenn die Beziehung stimmt, dann kannst du dich eigentlich einer Person anvertrauen und sie wird den Mund halten können und das Geheimnis hüten. Drittens: Es gibt kein Geheimnis mehr und es ist auch nicht mehr sehr vertraulich, wenn du gefühlt allen bereits dein Geheimnis erzählt hast. Manchmal frage ich sogar die Person: Wem hast du es noch erzählt? Manche wissen das gar nicht mehr, wem sie das alles bereits erzählt haben.
Dann ist ein Geheimnis kein wirkliches Geheimnis. Und viertens hier mein letzter Tipp. Je weniger Geheimnisse du hast und hütest, umso unbeschwerter lebst du. Im Buch des Predigers heißt es in Kapitel 4, Vers 10, fluche dem König auch nicht in Gedanken und fluche dem Reichen nicht in deiner Schlafkammer. Denn die Vögel des Himmels tragen die Stimme fort und die Fittiche sagen es weiter. Jedes Geheimnis, das noch so sehr gehütet wird oder werden soll, kann irgendwann in die Öffentlichkeit kommen. Deshalb sind wir alle gut beraten, so zu leben, dass wir es gar nichts zu verheimlichen haben. Und dennoch, die Botschaft des Evangeliums, die Errettung der Menschheit durch Jesus Christus, war für viele Jahrtausende ein Geheimnis Gottes. So lesen wir es in der Bibel. Also Gott hütet auch Geheimnisse. Selbst die Engel wollten wissen, was Gottes Plan ist, aber Gott hat das Geheimnis gehütet, bis es durch das Kommen Jesu in diese Welt gelüftet wurde. Nun ist unsere Aufgabe, dieses Geheimnis Gottes in die Welt hinauszutragen. Dieses Geheimnis soll jetzt möglichst allen bekannt werden. Und deshalb schreibt Paulus zu den Kolossern in Kapitel 4, Vers 3, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir von dem Geheimnis Christi reden können. Gott hat in Jesus das größte Geheimnis dieser Welt gelüftet. Aber erst, als es soweit war. Und in diesem Sinne, hüte dich vor Menschen, die den Mund nicht halten können. Und vertraue dich nicht Menschen an, die dein Geheimnis nicht für sich behalten können.